Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Mod Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir, MacMan, yes! Ja, schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Es wurden sich vermehrt wieder in der letzten Zeit Mods gewünscht. Und was mache ich dann natürlich? Na klar, ich zeige euch ein paar Mods. So, zeitlich war es mir allerdings jetzt immer nicht möglich gewesen, aber jetzt habe ich gerade ein bisschen Luft. Zwei Projekte sind fertig, und zwar der Planer und was war es eigentlich noch gewesen? Ich weiß gar nicht. Ach ja, Gleisbausimulator. Und ja, deswegen jetzt erstmal hier eine neue Mod-Vorstellung. Und zwar schauen wir doch mal rein, welchen Mod wir denn uns rausgesucht haben. Und zwar platzierbarer Schweinemast, platzierbarer Rindermast und platzierbarer Metzgerei. So, ja, ihr seht schon die Preise: 41.000, 42.000, 15.000. Der Bau des Gebäudes hat einmalige Kosten, das ist erstmal ganz wichtig. Hier wurde ein Update gemacht, und zwar ist es jetzt eine Metzgerei, nicht mehr einfach so eine Abladestation. So, und hier steht, an diesen kleinen platzierbaren Metzgerei können Sie Ihre Rinder und Schweine verkaufen. Pro Schwein erhalten Sie 177, pro Rind 256 Euro. Ja, was können wir natürlich machen? Wir können eine Rinder- und Schweinezucht machen. Wie ihr das Ganze platziert, ihr geht einfach hier auf Kaufen, dann könnt ihr hier über die Map fahren und könnt dann quasi hier einfach noch zack, bums, fallera, und dann steht das da. Halt platzierbar, das ist das Schöne. So, da oben sieht man es jetzt. Da steht jetzt quasi noch eine Rindermast. So, das Schöne ist eben, es ist platzierbar, man braucht keinen Scheinseditor und man hat doch so einiges, um was man sich dann kümmern muss, was man den Tieren so bringen muss. Wir können ja nochmal ganz kurz schauen. Hier öffnet sich dann quasi, oder hier kriegt ihr dann Schweine und Rinder dazu. Da könnt ihr jetzt welche kaufen, ganz einfach. So, zack. Einfach mal 20 Stück gekauft. So. Dann stehen die guten Tierchen auch hier drinne. Das finde ich, das ist sowas von zuckersüß hier. Die tun sich ja auf den Rücken wälzen. Das ist genial. Ja, es ist mal mit Animation. Sehr, sehr großes Lob. Also das freut mich ganz besonders, dass die Tiere nicht nur dastehen, irgendwelche sinnlosen Geräusche machen, sondern einfach auch sich ein bisschen bewegen zumindest. So. Ja. Hier, die wackelt mit dem Schwanz und freut sich. Und ja, Map-Door-Trigger sind auch drin. Das heißt, die Tore gehen automatisch auf. Ihr seht, wo fange ich jetzt am besten an? Moment, wir gucken erstmal hier in die PDA rein. So, Moment. Da habt ihr jetzt erstmal hier an den bei den Verkaufsstellen, wenn ihr durchswitcht, steht dann unten Rindschwein da. 265, 1960 und 176.320. Die letzten drei Zahlen müsst ihr einfach mal abziehen. Das ist das, was ihr dann bekommt für die Tiere. Und wenn ihr mal weiterschaut in die Statistik, da seht ihr hier auf Seite 6 von 8. Wir haben jetzt 10 Rinder im Bestand. Das passt ja eigentlich auch gar nicht so richtig im Moment, weil wir haben ja 20 im Bestand. Oder? Täusche ich mich jetzt? Haben wir nicht 20 Rinder gekauft? Ja, irgendwie schon. Wir haben nur 10 angezeigt. Na gut, ist egal. Auf jeden Fall habt ihr jetzt quasi hier den Rinderbestand von 10. Und das sieht ihr auch die Produktivität. Die beträgt zurzeit 0%. Totale Mischration 0, Getreide 0, Erdfrüchte 0, Silofutter 0, Wasser, Stroh, Mist, Gülle und so weiter halt. Wenn wir jetzt mal eine Seite weitergehen, dann haben wir das gleiche natürlich noch für den Schweinebestand. Da stehen komischerweise 20 Schweine. Um die Produktivität auf 100 zu bringen, müsst ihr natürlich einiges einfüllen. Diese ganzen Getreidesorten und so weiter. Hier Silofutter, Getreide, ja Stroh, nee Stroh nicht. Das könnt ihr hier reinschmeißen in diesen Tank. Ich habe da jetzt mal auch nicht erst was vorbereitet, weil wenn ich euch sage, ihr könnt das hier reinschmeißen, dann könnt ihr das hier reinschmeißen. Ihr könnt euch natürlich auch noch anschauen, wie ich das ablade, aber das wäre jetzt Blödsinn. So, hier könnt ihr mit dem ganz normalen Wasser, mit dem ganz normalen Wasseranhänger könnt ihr hier Wasser einfüllen. Dann geht die Produktivität auch nochmal, glaube ich, um 10% hoch. Wenn ihr hier was reinschmeißt, um 20% hoch. Hier könnt ihr diese Erdfrüchte, also quasi Kartoffeln oder Rüben reinschmeißen. Also ich nehme mal eher an, hier sind Kartoffeln abgebildet. Dass hier Kartoffeln reinkommen, da geht es auch nochmal um 20% hoch. Da könnt ihr natürlich noch totale Mischrationen machen. Und so weiter und so fort. Stroh. Für das Stroh müsst ihr hier in die Halle reinfahren und müsst ihr das Stroh ausstreuen. Da geht die Produktivität auch wieder hoch. Mist und Gülle wird natürlich auch produziert. Das findet ihr dann hier. So, hier steht zum Beispiel Füllstand 0%. Da könnt ihr Gülle abzapfen und so weiter und so fort.
Habt ihr hier auch so eine schöne Anzeige, finde ich ganz, ganz nice. Und ansonsten, ja, was kann man noch so machen? Ihr fahrt dann quasi rückwärts mit dem Anhänger für die Schweine und die Rinder. Den zeige ich euch in einer anderen Mod-Vorstellung. Und ja, da fahrt ihr hier einfach rückwärts ran. Ihr seht jetzt auch beim Schweinestand 20 Backslash 0. Das heißt, ihr habt jetzt quasi noch 0 Schweine, die ihr verkaufen könnt. Wenn ihr natürlich jetzt eure Produktivität hochpusht, dann produzieren die natürlich auch quasi Schweine, die ihr dann hier abholen könnt. Könnt ihr hier hinter in die Metzgerei fahren. Die zeige ich euch eben auch mal noch ganz schnell. Ja, hier ist die Metzgerei. Alles ein bisschen in der Luft. Hatte keine gerade Fläche zum Platzieren. So. Ja, hier ist die Metzgerei. Ist eigentlich auch ganz nice, muss man sagen. Sind sogar so Fensterscheiben. Naja, so ein bisschen abgebildet. Soll auf jeden Fall etwas realistischer wirken. Und ja, hier fahrt ihr dann einfach auf diesen auf diese Verkaufsfläche hier. Und dann könnt ihr die Schweine und die Rinder verkaufen und kriegt Geld dafür. Ich finde, ist ein super cooler Mod. Was haben wir denn hier im Angebot? Ja, ist ein bisschen sehr pixelig, wenn man näher rangeht. Schade, schade, schade eigentlich. Hier Rinderroulade 6,50 Kilogramm. Ist eigentlich günstig, oder? Cordon Bleu 4,90 Kilogramm. Finde ich, ist jetzt eigentlich günstig. 4,99. Ja. Ich finde, es ist ein super cooler Mod. Haben noch zwei Tiere quasi, Schweine und Rinder. Was jetzt bei Landwirtschaftssimulator dazu kommt, ich versuche mal im Megaprojekt die ganzen Teilnehmer dazu überreden und dass wir das vielleicht ins Megaprojekt sogar mit reinnehmen, weil ich finde es halt richtig cool, ich finde es klasse, es ist auf jeden Fall was zu tun, es ist Abwechslung. Und wir schauen einfach mal, was draus wird. Vielleicht seht ihr das ja im Megaprojekt. Und ja, ansonsten finde ich den Mod klasse. Download-Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Vorstellung wieder. Bis dahin. Tschüss.